Wieder da bei Daisy. Wir hocken vor dem nächsten Ort, wo keiner weiß, wie er heißt. Und auf geht's! Zu Gast ist immer noch unsere liebe Annika. Willkommen zurück. Ist es in Ordnung, wenn wir dich jetzt eigentlich in der Aufnahme Annika nennen? Natürlich. Ich habe ja sonst keinen anderen Namen. Ich habe nur diesen. Meine Mutter ist schuld. Gott, hab mir nur diesen. Ja. Oder möchtest du Anni genannt werden? Oder Anne? Um Gottes Willen. Oder Nika. Miss A? Oder Nika? Frau A? Frau A, oder nee, Annika ist absolut... Frau A. Punkt. Ich wäre für Nikatin. Nikatin? Ja. Nikatin? Weil die Stimme süchtig macht. Oh! Und in diesem Moment wäre ich ein Herz einblenden. Zombie von links? Was? Zombie von links? Zombie, ne? Zombie, ein Zombie von links. Ach, sag mal, ist das bei euch auch so, wenn ihr lauft und ihr rüstet die Axt aus, dass er dann noch ein Stück weiterläuft und nicht stehen bleibt? Ich hacken um. Nee. Bam. Sieht's mit Loot aus. Ich brauch erstmal einen Brunnen. Erstmal schön, grünes Haus direkt in der Kirche. Ich brauche erstmal einen Brunnen. Haben wir eigentlich so einen Code, falls wir mal einen Gegner hier treffen? Das war Alabama, Mann. Alabama ist ja das, jetzt ja, Alabama keiner. Ist alles. Alabama ist alles. Alabama, warte, du brauchst jetzt medizinische Hilfe oder ist ein Gegner? Na, Alabama-Mensch! Alabama-Mensch, achso, du musst auf Klo. Ja, genau! Hydrated. Also ich will auf jeden Fall in das Backsteingebäude direkt geradezu. Back, ich sehe. Das rote? Genau geradezu. Dann nehme ich die Häuser hier auf der linken Seite mit bis zum Backsteingebäude. Ich gehe ins Grüne. Okay. Also teilen wir uns. Ich guck, ob hier ein Brunnen ist. Gut, haben wir ja eine super Arbeitsteilung. Sehr schön. Wunderbar. Machst du schon mal was zu essen, Annika? Und dann... Ja, natürlich, natürlich. Oh, wie sogar die Kirche auf. Starter-Kit braucht keiner, ja? Ich hätte Bock auf Spaghetti oder Bone. Was hast du gesagt, Kommst Steffen? Achso, nimmt Patty jetzt eigentlich auch noch auf? Nein. Nein? Oh, scheiße. Hier ist ein Brunnen. Direkt bei dem großen Turm vor dem backsteinfarbenen Gebäude. Da ist so ein Türmchen. Ganz schöner Zungenbrecher. Ja, Backstein ist schon schwer auszusprechen. Sag mal Frühstückstisch. Wer ist denn hier oben im grünen Haus drin? Ich. Bleib ruhig. Alter, lecko mio, ich hab doch gesagt, ich nehm die Häuser auf der linken Seite noch. Lecko mio, so, wo ist Brunnen? Brunnen. Hier bei dem Turm. Genau. Bei dem Turm? Ach da, wo diese... Ich hab dann mal Annikas Arbeit einfach mit übernommen. Zombie, aufpassen. Kommt zum Brunnen. Sehr nett von dir, Tom. So bin ich. Ich hab Angst. So, hier ist ein Magazin für die SKS, aber die nehme ich erstmal nicht. Warte, ich geh. Stimmt, achso. Alter, der springt. Der ist hinter mir. Der siehst du? Naja, die sind jetzt aggressiver. So, wenn's mal aus. Die sind schon immer gesprungen. Stimmt, Steffen ist ja der Mann mit ich hab Angst. Achso, denkt mal auch dran, dass das, was jetzt ruined ist, ne, wirklich nicht mehr zu verwenden ist. Das stimmt. Ja, das ist echt schwierig. Ich hab jetzt nochmal eine Frage. Annika, wisst bestimmt, das Wasser von so einem Brunnen ist sauber. Wasser vom Brunnen ist sauber. Auch noch das Wasser aus diesen Teichen und unterwegs. Das ist auch noch sauber, aber ich denke mal, in den nächsten Patch wird er das reinmachen, dass man dann die Water Purification-Dinger braucht. Aber ich meine, Grundwasser muss doch sauber sein, irgendwie. Also das Brunnenwasser, finde ich, auch sollte sauber bleiben. Die Brunnen sind immer sauber, Jut. So, ich habe mal meine drei weißen Flaschen. Was ein Flascher? Ja, ist ein echter Zungenbrecher. Flaschen Wasser füllen. Hat ihr schon die einzelnen Häuser drin? Garagen zu drin hier, ja? Nee, ich war nur in dem Backstein. Jetzt jemand seine Waffe noch ansprühen? Ich habe noch eine schwarze Sprühdose. Oh ja, das mache ich, aber erst, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Da hier hinten ist eine Tür offen. Habt ihr alle Morphin oder braucht jemand Morphin? Ich hab Kinds. Ich hab Morphin. Kannst du ruhig behalten. Wer ist in der Kneipe? Ich bin in der Kneipe. Oh, dann ist Steffen wahrscheinlich Petty noch am Brunnen davor. Ja. Aber er trinkt jetzt wesentlich langsamer, ne? Du kannst jetzt nicht mehr... Das habe ich noch nicht beobachtet. Ich kann immer noch F durchdrücken. Ich kann immer noch F drücken, ja. Bei mir hat er das ganz langsam gemacht. Dann hast du wohl ein Problem. In dem Backsteingebäude war da drin. Wo seid ihr jetzt? Ich habe euch verloren. Hinter der Kneipe. Kneipe. Geradezu weit, also... Hinterm Backsteingebäude. Genau. Ich sehe schon nichts drin, Alter. Also die Straße hoch einfach, hier den Berg hoch. Ich check mal die Häuser hier noch ab, auf der rechten Seite, ja? Zum Turm hin. Wenn ihr fertig seid, dann lasst uns mal wieder praktisch bei dem Brunnen treffen, dass wir das als praktisch Orientierungspunkt einfach haben. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwo Munition findet in so einen Häusern, oder? Na, hier in diesem backsteinfarbenen Gebäude habe ich auch mal öfters schon eine Mosi und eine Shotgun gefunden. Was also, ich mich frage ist, wenn ich diesen Ladestreifen gefunden habe, ja, kann ich den denn immer wieder verwenden oder brauche ich dann die Munition? Ja, natürlich. Wie ein Magazin halt. Ein Magazin, das musst du bloß immer auffüllen. Das ist wie das Magazin für die M4. Was stellst du denn immer für Fragen, Junge?
Sehr gut. Wird man nee, ist dann auf immer badly damaged und dann beim nächsten Mal ist es halt komplett kaputt und dann geht's gar nicht mehr. Ja, vor allem wird es ja jetzt immer schwieriger, das Passende zu finden, ja. Wenn man natürlich eine Military Base hat und es gibt jetzt so viele verschiedene Waffen und es kommen ja noch mehr, nehme ich mal an. Na, soweit ich weiß, ist ja die M4 auch nochmal ordentlich zurückgeschraubt worden jetzt von der Lootisch-Wahrscheinlichkeit. Ja, vom Spawn-Verhalten. Ich bin mal gespannt, ob er wieder die Armbrust wieder mit reinbringt. Die war ja in der Mod sehr unpraktisch, wegen den Bolzen. Kommt auf jeden Fall. Bogen. Ja, aber hat der einen Bolzen einen Slot weggenommen. Das war ja und, aber das war halt geil. Das war halt lautlose Tötung. Ja, das stimmt. Bin mal gespannt, konntest du sie auch wieder einsammeln. Ach, schon geil. Der merkt ja auch nicht mal, wenn er beschossen wird, ja. Wer ist denn in dem grünen Haus hier ganz oben? Ganz oben bin ich drin. In dem mit dem offenen, mit dem großen Fenster oben, ja? Ja, da war ich gerade oben drin. Ja, ich bin unten. So, jetzt komme ich raus. Ja, ich bin unten. Gut. So, haben wir alles? Ja, ne? Eigentlich schon. Kann man jetzt eigentlich die Bajonetts mittlerweile benutzen? Ich glaube nicht. So, kommt mal alle zum Brunnen. Den Berg hoch. Nee, in die Richtung müssen wir nicht. Wir müssen weiter dann den Berg runter. Okay. Ich will eigentlich Munition für meine SKS. Ganz ehrlich, wer will denn die Mosi noch haben? Aber die wird genauer sein, wa? Als Scharfschützengewehr ist die bestimmt immer noch nicht schlecht. Alter, eine SKS trotzdem mit dem Scope, Alter, das ist schon... Weil ich habe letztens ein Video gesehen, ja, da hat einer unter Beschuss genommen, Gegner wahrscheinlich so 400-500 Meter weg. Der hat immer genau drauf gezielt und die sind links vorbeigegangen, rechts vorbeigegangen, also eine ziemlich große Streuung. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob der stand. Weil ich, wenn du zum Beispiel ein Zweibein hast und du legst dich hin, zielst du natürlich viel, viel genauer. Und die Streuung ist nicht mehr so groß. Dann los, dann die Hauptstraße wieder runter. Ich glaube, das geht dann noch darum, welche lauter oder leiser ist. Weil ich meine, die Dinnerbell, die Lee Enfield bei der Mod, wenn er immer mit geschossen ist, hattest du halb Scherno am Arsch, also von den Zombies her. Also ich muss auch sagen, ich habe ja mal getestet, mal einen Acker von der anderen Seite auf unsere Leute geschossen. Haben die nicht gehört? Den Schuss von der Mosin. Okay. Ja, mit einer M4 mit Schalldämpfer, oder? Nein, ich hatte, wisst ihr noch, wo wir neben dem Ort gewartet haben, auf Corey, wo ich oben vom Jägerstand geschossen habe, da habt ihr das unten auf der anderen Seite des Ackers auf der Straße nicht gehört. Zombie das steht da am Wald. Ja, Zombie. Ja, ich schon. Das sah aus wie ein roter Rucksack, Alter, verdammt. Hau um. Aber die drehen sich jetzt auch um, ne? Wenn man, also zumindest war das bei mir vorhin so, kurz hinter dem Zombie war, haben sie sich umgedreht. Diese Vögel. Diese Weitsicht ist so krank geil, Alter. Ich finde das so geil, dass man einfach bis zum Horizont glotzen kann. Hier schon wieder ein anderer Stadtteil? Na, hier kommt jetzt nochmal so eine kleine, abseitshaltige Kackstadt. Da sterben wir bestimmt. Kommt hier demnächst wieder irgendwas größer oder eine Military Base? Also die übernächste Stadt, wenn wir in der sind, die heißt, glaube ich, Sasa, habe ich vergessen. Gucke gleich nochmal nach. Wenn man aus der rauskommt, ist ein bisschen weiter rechts auf jeden Fall nochmal ein Military Base, eine ganz kleine mitten im Wald. Hm. Ein Teich. Die sind doch sehr beliebt, diese kleinen. Überhaupt der jetzt, der Westen, der ist jetzt hier sehr, sehr gut besucht. Also damals in der Mod war das gar nicht so gewesen. Nee. Da war Astari, das Ding, wo alle hingelatscht sind. Okay. Und nach Starry Sobor läuft jetzt keiner mehr, weil da kein Militär... Da ist auch nichts, wollte ich sagen, da war ich doch schon mal. Da ist so eine poplige Stadt mit eben Krankenhaus und das war's denn. Ach, da war auch diese ganz große Military Base, ne? Genau. Und da ist in der Mod mit Helikopterlandeplatz und so ein Kram. Richtig. Ja, da waren uns viele Zelte aneinandergereiht und das war richtig krass, ja. Da gab's richtig Stress auf der Fresse. Ja. Da gibt's jetzt die Base, gibt es noch oder gibt es kein Military Loot mehr einfach nur? Gibt gar nichts mehr, ist alles weg, die ganzen Zelte sind weg, ist eigentlich nur noch ein reiner Platz, also mit nix. Scheiße. Sozusagen. Warum? Ich check mal hier oben die Garagen aus. Und entweder die Halle. Fehlt da noch was oder. Ja. Nicht, dass euch bin in dem Gebäude, wo wir im Part 35 uns haben wegbumsen lassen, in diesem Backsteinhaus. Zombie, Military Boy. Gucken, was wir hier in der Halle finden. Vielleicht ein paar Ladestreifen, das wäre doch schön. In der Halle, ja. Ist übrigens eine Garage, aber die ist, glaube ich, offen. Bist du in der großen Halle? Noch nicht, aber da will ich jetzt hin. Duct Tape hat ja immer noch keine Verwendung, richtig? Duct Tape? Na doch, für die, wenn du dir einen Rucksack bauen willst und wenn du, ja, aber funktioniert ja noch nicht, oder? Geht eine doch, Stütze das bauen funktioniert willst. Schon. Aber was brauchst du dafür? Sticks und? Sticks und Duct Tape und einen Beutel. Ja. Also diesen Sack, ja. Ja, braucht halt keiner, oder?
Na, vor allem, wenn du dir damit einen Rucksack bauen willst. Ich meine, es ist irgendwie leichter, einen Rucksack zu finden, als zwei Stöcker, einen Beutel und Ja, Duct Tape. richtig. Hier liegt nur ein Gaskocher drin. Nicht relevantes. Ihr klappert die Häuser noch alle ab? Ja. Links und rechts? Gut, ich bin ganz oben am Ende des letzten Hauses. Und komme euch entgegen. Okay, jetzt seid ihr hier unten. Richtig. Ich hab einen Brunnen gefunden. Brauchen wir nicht. Schon wieder Was ist er? das denn? Ja. Okay. Oh, hier ist ein Irgendjemandem schwirrt da gerade eine fette Hummel vorm Mikro. Ich glaube, das ist bei Annika, wenn ich mich recht irre. Aber hier ist, bei mir ist gar nichts. Aber bei mir, ja, ich glaub's dir wirklich alles, was du mit der Stimme sagst. Hast du auf uns geschossen? Nein, ich war es wirklich nicht. Okay, alles klar. Du kannst Schönen ruhig Tag sagen, noch. wenn es so war. Ja, ich habe euch erschossen. Kein Problem, kein Und Problem. wenn es bei mir war, war es eine süße, dicke Hummel. Also. So, hier ist auch nichts. Hier ist gar nichts. Scheiße, findet ihr irgendwas? Wo seid denn ihr Affen? Nee. Ich habe Bier gefunden, aber das war auch schon wieder. Was? Sehr gut, damit ist auch der Tag gerettet. Ja, seit Glück wann hoch. Gibt's denn Bier? Ach, dieses Das sieht Quass aus oder wie. was? Ja, genau, das sieht aus Das wie ist Bier, Bier? finde ich. War gar nicht schon in den Häusern hier am Ende des Dorfes? Auf der Straße steht einer von uns, ja? Das hier hinten? Mitten auf der Straße steht jemand. Der sich jetzt hinhockt? Nee, der jetzt sich bewegt hat. Das bin ich. Hockt euch mal hin. Okay, gut. gut. Alles klar. Dann habt ihr alle Gebäude? Mal, das Ding ist ja hinter dich, hast du nicht geguckt, mein Freund. Oh Gott. Ohne Scheiß, ich hätte dich jetzt richtig schnell wegficken können. Dieser Silent Hunter hier. Geiler Typ. Warum kommst du hoch? Was heißt hoch? Die Straße entlang um die Möchtest du, Kurve dass ich rum. Deine M4 ansprühe in schwarz, die sowieso schon schwarz ist? Ah, ihr wollt noch weiter nach Westen? Nein, no, eigentlich nicht. Nee, eigentlich will ich jetzt wieder nach Norden. An ja, den dann sagt, wohin? Also kommen wir die Straße zurück bis zur Kreuzung? Warte, ich renn mal auf die Kreuzung. Kann es sein, dass sie die Geschwindigkeit ein bisschen gefixt haben von diesen Waffenerhaltungen her? Kann es sein? Weil sie ein Stück langsamer jetzt. Ein Ziel ist, dass ich im Laufen endlich mal umequippen kann. Ja, wo stimmt, ist eigentlich, geht bei wo mir hoch, ist aber René meiner... 11 eigentlich hin? René 11. Der gute René 11. Wir sind alle René 11. Ja, René 11 hat zurzeit Business, Leute, deswegen ist er nicht dabei. Für den Business. Deckt mich mal ganz kurz, ich bin mal ganz kurz Cheater-mäßig unterwegs und ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wie jetzt das Dorf hieß, wo wir jetzt hin müssen. Genau, hock dich genau auf die Straße, Na, das ist das Richtige. Kann Na eben, Paddy deswegen. Nicht Russisch? Okay. Ich decke ihn. Oh. Ich kann Russisch, aber er sucht sich gerade auf der Karte, oder? Ja, er guckt auf der Karte, wie das Dorf hieß. Was da ist macht ihr denn da Schönes? Ich soll ihn noch decken, hat er gesagt. Cabanino? Cabanino, Cabanino müssen wir, glaube ich. Cabal. Hm? Also ich gehe hinter die Mauer, ist ein was B. Ja, ist aber es wird wie ein W gesprochen. Tom, es gibt ein B und ein W. Das heißt Cabanino. Kabar. Kabar. Und Stavuj Sobor heißt es auch. Das ist nämlich ein B mit dem Anstrich. Genau, aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen nach Vibor. Wir müssten ja jetzt in Pustoschka sein. Wir haben hier zur Auswahl. Ja, sag mal. Pulkovo. Mann, was ist denn der nächste nee, Ort, wo wir definitiv Pulkovo wäre zurück. Oder Cabanino. Und das andere ist Lobatino, ne? Ist nee. Morgen in den Schlagzeilen. Wo, Reden auf offener Straße wir müssen, erschossen. Wir müssen nach Lupatino, genau. Nach Cabanino. Achso, du willst nee, da nach rum? Lupatino müssen wir. Ach, das steht noch gar nicht dran. Ne? Wie, nee. Heißt denn die, wie heißt denn die Stadt, wo wir jetzt überhaupt gerade sind? War die in dem Backsteingebäude drin? Ja, war ich schon. Lass uns mal bitte kurz einen Straßen, also ein Ortseingangsschild oder sowas. Na, wenn es nach hier nach rechts, nee, Moment, nach links geht's, dann sind das wir. Da ist ein Straßenschild, warte mal, ich guck mal links kurz. Links geht's nach Cabanino, Cabanino, rechts geht's nach Pulkovo und rechts Double geht's Zabor, nach Stavuj Sobor. Pustoschka oder Cabanino. So, also hier haben wir sind in Rogobo. Stavuj Sobor, ne? Nee, heißt das? Nee. Stavuj Sobor ist in der Mitte der Karte. Stavuj Sobor ist woanders. Ach, da sind wir. Aber hier steht doch Stavuj also Sobor sind dran, ungefähr, oder? Ja, 3 Kilometer. Achso. Wir sind ungefähr ganz schön weit Ey, Leute, östlich unserer eigentlichen Route. Wir müssen nach Pustoschka, also wenn wir nach Norden rausgehen, schräg links, also nordwestlich. Also nach links. Wir sind hier wie so eine Touristengruppe, ey. Richtig schlimm, wir nur eine Kameras am Hals. Reisegruppe unimütlich und los. So, Annika, wo ist denn nordwestlich? Na, hier nordwestlich, oben. Moment. Hier lang, kann oder? Hier irgendwo sein, ja. Kann er mal schieben? Da, wo Patty lang geht. Nordwestlich ist... Zeiggeste. Da, wo Patty lang geht. Genau, zeig mal hin mit ja, F. Versuch gerade, so. Sag ich doch, wo Patty lang geht. Welches F hat nochmal? F5, ja, 6. Da lang.
Da, wo Patty ist, sag doch. Ja, wie oft willst du das jetzt noch sagen? Na, sag doch. Auf, Patty, heb den Regenschirm, wir folgen dir. Da oben nochmal in die Scheunen drin? Warte kurz, da war Steffen schon. Überall okay. Geht, da oben waren wir schon. Bitte folgen Sie der Axt. In Wurfrichtung. In Wurfrichtung. Ist ja geil, wenn man die Axt irgendwann noch werfen kann oder so. Wie ein Tomahawk. Ja, vielleicht gibt's ja das irgendwann noch. Vielleicht gibt's ja auch noch eine Kartoffelkanone, man kann Kartoffeln ernten. Boah, Alter. Eine Kartoffelkanone. Am besten wäre so eine Katschi. Das heißt Steinschleuder. Also, was ich auch noch cool finden würde, wenn man das Equipment noch mehr sehen würde. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Rucksack habe und eine Wasserflasche drin mache, dass man die zum Beispiel rechts an diesen Netztaschen bei den Rucksäcken drin stecken sehen würde. Ja, oder dass der zum Beispiel, die wie voller ist, das sich vielleicht sogar widerspiegelt, dass der nicht so viel bläht ist und vielleicht noch so ein paar Beulen hat oder so. Ja, genau. Wenn du zum Beispiel einen leeren Rucksack hast, dass der halt mehr durchhängt oder sowas. Dass du dann vielleicht vom Weiten schon sagen könntest, ey, der ist richtig voll Stuff, der hat übelst viel mit. Also, wenn du jetzt einen leeren Sack hast, der mehr durchhängt, ja? Ja. Genau. Aber eigentlich würde ja ein voller Sack mehr durchhängen. Naja, wenn du zu voll machst und die Schwerkraft seinen Rest, den Rest tut, dann vielleicht. Dann hast du Schlepphoden. Genau. Weißt du, was richtig cool wäre, wenn jetzt so ein badly damaged Rucksack wäre und du läufst halt ust lange, dass der sich durchreibt und alles rausfällt, wenn du läufst. Stimmt, das wäre auch geil. Oder dass man vielleicht sogar noch zusätzliche Taschen einbauen würde, also zum Beispiel diese Oberschenkeltaschen, die funktionieren ja ähnlich wie Bauchtaschen. Die können sie gerne weglassen, weil die sehen einfach nur assi aus. Ja, aber stimmt, so. Die Oberschenkel wären geil. Ja, oder dass du ein Messer zum Beispiel noch in einen Schuh halt, also hier einen Schuh halt stecken kannst. Oder versteckte Kelle in der Knöchelhalterung. Genau. Wer läuft hier auf der Stelle? Jetzt ist er weg, okay. Tom backt manchmal ein bisschen rum. Ja, ach, wir nennen ihn auch den Jumper. Er ist auch der Jumper, genau. Er wird auch der Jumper genannt. Manchmal ist es auch so, dass wir einfach laufen und er sieht uns nicht und wir sagen, wir sehen dich, lauf weiter. Ich bin direkt vor dir. Wir sind direkt neben dir, ich sehe euch nicht. Lauf einfach weiter. Ja, eigentlich ist das geil, wenn du hier wie so ghostmäßig bist und wirst erst 5 Minuten später angezeigt. Na wieso? Du siehst, ja, er hat uns nicht gesehen, aber wir ihn ja. Also aber ich hab das aber manchmal auch andersrum, dass ihr mich nicht sehen könnt, ich aber euch. Und da ist es natürlich cool, wenn du mitten im Feuergefecht bist, auf einmal spawn ich direkt vor seinem Gesicht, Alter. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wo wir da an diesem Tümpel ewig hier geredet haben mit dieser Karte und so. Ja. Mit Cory. Oh, Cory genau. Kam und gewunken hat. Oh, da bist du ja auch nur hin und her gebackt auf diesem Feld, Alter. Ah, stimmt. Das war einer mit der ersten Gegner, die ich erschossen und getroffen habe. Ich bin hinter euch. Nein, du bist vor uns. Wo ist das hier? Der läuft hier wieder auf der Stelle. Wunderbar. Ja, ich hab ja sonst mal abgeknallt. Ja, das stimmt. Das hat Hulk letztes Mal schon gesagt. Ich hab noch nicht einen Gegner erschossen. Das war bisher immer Patty. Also Patty, ja, aber das war alles Schütze irgendwie ist. Nee, offline. Doch, einen hab ich mal erwischt hier. Was ich dir erzählt hatte, Tom, mit der Pistole an dem Boden. Ja, aber ich meine, on-screen hab ich sie alle erwischt, Junge. On-screen. Sag mal, Annika, wie ist denn das eigentlich bei dir? Wenn du jetzt alleine rumgerannt bist oder sowas, bist du denn eher der kommunikative Typ oder eher der schießt und dann der kommunikative Typ? Und dann Typ spricht. Ich bin der absolute kommunikative Typ, also ich quatsch eigentlich jeden an, den ich treffe. Ja, du bist ja auch eine Frau. Und aber ich werde trotzdem auch abgeschossen oder was auch immer. Aber vergewaltigt. Ja, genau, vergewaltigt und so, Habe ich schon alt durch, nee. Aber. eigentlich quatsche ich gerne mit den Leuten. Manchmal helfe ich denen dann auch. Hatte zum Beispiel mal jemanden gehabt, der hat sich die Beine gebrochen und der hat gerade angefangen zu spielen. Hä, warum hast du ihn denn nicht erlöst? Ja, und dann, dann wollte ich denen halt mal diese Schienen geben, die du selber machen kannst. Ja, aber die helfen und der hatte aber nicht noch, so ganz, ne? Doch, also die helfen super. Ja, aber der hatte keine Hose an, wo man 6 Slots haben kann. Also hab ich meine Hose ausgezogen, hab ein E-Mail gegeben. Dann hat er die angezogen, hat die Schiene genommen, hat sie rangemacht und hat mir meine Hose wieder gegeben. Da kannst dann du nicht auf Force anlegen, Schnickschnack. Nee, das ging leider nicht. Achso. Das ging nicht. Okay. Sonst hätte ich es ja gemacht. Ich hab gerade gedacht, du bist einfach. Also ich hab gedacht, du bist irgendwo lang gelaufen und dann liegt da plötzlich ein Typ mit gebrochenen Beinen ohne Hose und am Ort. Aber ich habe gelesen, dass diese Schiene nicht auf Dauer helfen soll. Das hilft zwar, dass du laufen kannst, aber teilt nicht die. Du bist langsamer. Den Bruch nicht. Okay, das weiß ich nicht. Ich hab mich nicht weiter mit ihm beschäftigt. Annika, mit dem Synthesizer bist eindeutig du. Okay. Ja, du kommst manchmal. Du hast gerade während des Sprechens auch gekrischt. Aber ist ja nicht schlimm. Entschuldigung, ich. Kannst ja gleich fixen, wenn wir den Part bald beenden. Oh! Wenn ich wüsste, was das ist, ja. Ich versuche rauszufinden. Ich würde mal langsam gerne irgendwie wieder Häuser oder sowas sehen. Also wir nähern uns jetzt auf jeden Fall wieder unserer Route. Ich glaube, wir sind in Brandenburg. Ach, da seid ihr. Ach du Scheiße. Lasst mich durch, ich bin Chirurg, ich will nach Brandenburg. Wo ist denn Tom? Ich weiß auch nicht, wie weit ihr eure Weitsicht eingestellt habt, aber wenn ich jetzt auf euch zurenne, sehe ich im Horizont schon gar nichts mehr. Was? Wo bist denn du? Ich bin ungefähr 100 Meter schräg rechts von euch, also so auf 5 Uhr.
Auf 5 Uhr? Ach, wo da. Ist denn 12 Uhr? Ich kann die Uhr nicht lesen. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ach, da. So, wir sammeln uns mal hier am Baum. On the rocks. Oh ja, unter dem Baum. Schön hinsetzen. In der Mauer. Hier. Jetzt hinschmeißen. Gepflegt. Nee, lass uns richtig an den Baum setzen. Das kommt cool. Na gut. An den großen Baum. Aaron verliert die Verbindung. Der steht schon die ganze Zeit da. Dieser Ach, der arme Aaron. Aaron. Da sollen wir mal Beron fragen. Ich sitze jetzt hier am Bäumchen. Wo sind die anderen? Hallo? Wir sind auf der anderen Seite. Ja, ja, schön. Ja, immer ausgrenzen. Immer dasselbe mit euch. Wo ist denn Annika? Ich sitze hier. Ja, ach, ich hab da ausgegrenzt. So, das war's auch schon wieder mit dem Part. Was unser nächster Plan ist, müssen wir erstmal gucken. Werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Teil erfahren. Und bis dahin wie immer. Ciao. Ciao. Tonight, the creatures came and took